Und ich habe schon lange drauf gewartet, denn jetzt ist es soweit. Mit dem Update von iOS 18.1 hat Apple jetzt den versprochenen Hörtest für die AirPods 2 verfügbar gemacht und somit kann man diese kleinen Kopfhörer jetzt auch als Hörgerät nutzen und vorher natürlich testen, ob die Ohren noch gut funktionieren und gleichzeitig geben sie natürlich auch einen Gehörschutz, zum Beispiel auf Konzerten oder bei lauten Umgebungen, wie zum Beispiel einer Baustelle. Und wie das funktioniert, wie man den Hörtest macht, das verrate ich euch jetzt in meinem Video. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Anschauen. Und die neuen AirPods 2 haben natürlich gegenüber der ersten Generation einige Änderungen bekommen, zum Beispiel neue Features, Kopfschüttelfunktionen, Gespräche annehmen und ablehnen. Gleichzeitig gibt es natürlich USB-C statt Lightning zum Wiederaufladen. Es gibt eine geringere Latenz beim Gaming, gleichzeitig versprochen und auch gut gehalten die verbesserten Sprachfunktionen beim Telefonieren. Und die wichtigste Funktion, die jetzt hier dazugekommen ist, ist natürlich die Hörgerätefunktion. Und hier machen wir jetzt mal als erstes gemeinsam den Hörtest. Und als erstes, ganz wichtig, erstmal dein iPhone bzw. iPad oder das Gerät, auf dem du die AirPods 2 verwenden möchtest, auf iOS 18.1 aktualisieren, denn ohne iOS 18.1 funktioniert das Ganze nicht. Kurze Werbeunterbrechung, denn jetzt, wo alles teurer wird, kannst du natürlich ein bisschen sparen mit der Amazon Visa-Karte und hier bekommst du bei jedem Einkauf Geld zurück, nämlich 0,5% auf alle Umsätze komplett. 1% auf Amazon-Käufe und wenn du Amazon-Prime-Kunde bist, da gibt es sogar 2% zurück. Das Ganze ist komplett kostenfrei, du zahlst keine Jahresgebühr, bekommst dann natürlich noch eine attraktive Gutschrift und kannst dir aussuchen, ob du die volle Rückzahlung auswählst oder die flexible Teilzahlung. Bei größeren Einkäufen empfiehlt sich das und hierzu benötigst du natürlich auch kein Girokonto, alles wird über deine bestehende Bankverbindung abgewickelt. Einfach hier den Link in meiner Videobeschreibung anklicken, kostenlos anmelden und registrieren und ab sofort alle Vorteile der neuen Amazon Visa Card nutzen. Dann die AirPods in die Ohren rein. Kriegst auch schon sozusagen dann hier erstmal eine Meldung angezeigt, dass hier neue Funktionen verfügbar sind und jetzt geht's gleich los mit den AirPods. Laute Geräusche reduzieren, mit den AirPods Pro fortfahren, Hörtests machen, machen wir. Und gleichzeitig natürlich willkommen bei Health und Health kannst du dir dann sozusagen nochmal einrichten, wenn du die Hörfunktionen hier speichern möchtest in deiner Gesundheits-App, dann kannst du sozusagen hier auch nochmal Health für dich einrichten. Dann geht es natürlich direkt in die Einstellung und hier siehst du schon die AirPods Pro direkt in deiner Einstellungsseite und hier gibt es dann die Möglichkeit, den Hörtest zu machen und da drücken wir einfach mal rauf. Hörvermögen testen, Schwerhörigkeit ist weit verbreitet und kann sich natürlich im Laufe der Zeit verschlimmern. Und hier gibt es dann den möglichen Test dazu, denn jeder weiß ja nicht, wie sozusagen seine Ohren funktionieren. Man denkt zwar immer, man hört gut, aber wenn man dann mal einen Test macht, dann sieht die ganze Welt schon wieder ganz anders aus. Und hier musst du vorher nochmal Details über deine Person angeben, ob du 18 Jahre oder älter bist. Ja, das trifft in meinem Fall ausnahmsweise mal zu und Allergien habe ich mittlerweile auch nicht, Nasenverstopfung ebenfalls nicht und in den letzten 24 Stunden in lauter Umgebung habe ich mich ebenfalls nicht befunden. Dann geht es weiter. Natürlich ist es klar, dass ich bei dem Hörtest nicht reden kann und deswegen beschreibe ich euch das Ganze mal. Und zwar geht es erst auf dem linken Ohr los und hier werden dir einige Geräusche eingeblendet in verschiedenen Frequenzen. Das gibt manchmal tiefe Piepser, das gibt manchmal hohe Piepser. Gleichzeitig gibt es natürlich dann auch mal ganz leise und ganz laute Piepser und die musst du natürlich dann immer bestätigen mit dem Fingerdruck hier auf dein Display vom iPhone, ob du die gehört hast oder nicht. Dann geht es gleich rüber ins rechte Ohr. Hier werden natürlich die gleichen Funktionen angewendet, lautes Piepsen, leises Piepsen in verschiedenen Frequenzen und du musst wirklich teilweise aufpassen, dass du nicht zu laut atmest. Also ich habe das Ganze mit geöffnetem Mund gemacht, damit das sozusagen überhaupt nicht mehr zu hören ist, weil die Umgebung muss richtig leise sein. Also du darfst hier sozusagen dich von keinen Störgeräuschen irritieren lassen und du musst natürlich auch die sehr leisen Töne hören, denn diese sind natürlich wichtig,
um deine Hörfunktion direkt zu testen. Also du solltest dich wirklich in eine richtig ruhige Umgebung hier setzen, um den Hörtest zu machen. Gleichzeitig wird der Hörtest natürlich auch dein Telefon in den Nicht-Stören-Modus setzen, sodass keiner anrufen kann oder dich keiner nervt. Also such dir bitte unbedingt eine richtig ruhige Umgebung und du hörst dich selber atmen und gleichzeitig kann man das mit geöffnetem Mund machen, damit es dann besser funktioniert, damit man hier sozusagen nicht das Atmen über die Nase oder über andere Sachen hört, weil du musst dich wirklich konzentrieren. Dann ist das Ganze abgeschlossen und du siehst deine Ergebnisse und bei mir war es zum Glück auch in meinem Alter, trotz jeden Tag Kopfhörer aufsetzen, moderieren, sprechen, gleichzeitig am Wochenende ebenfalls noch mixen und Musik machen, ein richtig gutes Ergebnis. Also ich brauche die Hörgerätefunktion hier von den AirPods noch nicht, aber auf alle Fälle ist es erstmal gut zu wissen, dass man sie hat. Und die zweite besondere Funktion ist natürlich für Konzertgänger und Menschen, die lauter Musik oder lauten Geräuschen ständig ausgesetzt sind, ein relevantes Feature, denn hier kommt der verbesserte Gehörschutz natürlich ins Spiel und die Option Reduktion von lauten Geräuschen, die macht es nämlich möglich, hier die Geräusche zu reduzieren und gleichzeitig für dich einen Gehörschutz zu haben. Es gibt keine extra Gehörschutzfunktion, die man hier im Menü aktivieren kann. Das funktioniert über laute Geräusche reduzieren. Hier kannst du dann nochmal testen, weniger Geräusche, Standard oder mehr Geräusche, dass du sozusagen hier das adaptive Audio noch ein bisschen für dich einstellst. Suchst dir die beste Möglichkeit raus, die zu dir passt und natürlich auch zu deinem Hörvermögen. Und schon hast du hier eine wirksame Option, etwas länger deine Ohren zu behalten, auch wenn du jeden Tag auf Konzerte gehst. Und welchen Geräuschen ich mich bei manchen Veranstaltungen aussetzen muss, das finde ich natürlich hier in meiner Health-App und gleichzeitig gibt es natürlich dann auch nochmal die Endergebnisse zu sehen vom Hörtest und manchmal ist es ja so, dass über die Apple Watch solche Meldungen kommen, dass sozusagen die Lautstärke zu hoch ist und hier kann man dann anhand der AirPods 2 zu Maßnahmen greifen und gleichzeitig dann diese einlegen ins Ohr und ist so natürlich geschützt vor diesen lauten Geräuschen. Gerade bei Veranstaltungen merkst du es manchmal gar nicht, dass hier sozusagen deine Ohren in Mitleidenschaft gezogen werden. Außer die Apple Watch, die gibt dir sozusagen dann hier Kommando, dass alles zu laut ist. Und hier kann man dann effektiv auf die lauten Geräusche reagieren. So, jetzt nehmen wir uns die Dinger mal wieder raus und kommen mal zur Gesamteinschätzung hier vom Hörtest und natürlich auch der Funktion jetzt die aktuellen AirPods 2 für dich als Hörgerät zu nutzen und ich finde das eine richtig gute Alternative. Denn ihr wisst selber, viele von uns sind natürlich erstens zu faul, mal zum Hörakustiker zu gehen oder zweitens merkt man das gar nicht, wenn man hier sozusagen auf den Ohren Probleme hat, weil die Geräusche erkennt man ja trotzdem. Man hört aber nicht alle Geräusche und dein Gehirn spielt dir ja vor, dass alles in Ordnung ist und dass du sozusagen super hörst, bis dann mal was passieren könnte, gerade im Straßenverkehr. Oder bei anderen gefährlichen Situationen ist man natürlich manchmal auch von den Ohren abhängig. Und hier kannst du in 5 Minuten im stillen Kämmerlein deinen eigenen Hörtest machen. Und das finde ich absolut super. Manche sind natürlich auch dann zu schüchtern oder geben das dann selbst nicht zu. Gerade so im zunehmenden Alter ist es dann so, dass man dann so ein bisschen störrisch wird und sagt, nein, bei mir ist nichts, obwohl trotzdem was ist. Und so kann man das Ganze hier absolut easy und einfach testen. Und das Schöne ist ja, du kannst dann auch noch diese AirPods als Hörgerät nutzen, was natürlich in Zukunft dazu führen wird, dass viele Rentner mit AirPods rumlaufen werden, weil das natürlich hier für 240 Euro absolut günstig ist. So ein Hörgerät, wenn man es gut einstellt, beziehungsweise hier auch in ihr verbaut, angleicht und so weiter und so fort, kostet im Durchschnitt weit über 1000 Euro. Natürlich ist das jetzt nicht die absolute Mega-Alternative und für das ganze Leben sozusagen nur noch diese AirPods zu nehmen. Aber ich sag mal so im Übergangswert, wenn man jetzt sozusagen noch nicht nur ein Hörgerät braucht, sondern einfach dann, wo es drauf ankommt, hier die AirPods der zweiten Generation in das Ohr einsteckt, finde ich es eine sehr gute Alternative und ich bin darauf gespannt, auf der Straße den ersten 70-Jährigen
Serien zu sehen, der sozusagen mit den AirPods 2 rumläuft und diese als Hörgerät nutzt. Finde ich natürlich auch in Zukunft cool. Also ich sag mal, das war wirklich für die AirPods 2 die beste Idee und natürlich auch die beste Änderung, um hier wirklich mal auch die AirPods für eine ältere Generation verfügbar zu machen. Denn wenn die erstmal mitkriegen von ihren Enkeln, dass man das hier sozusagen als Hörgerät benutzen kann, warum auch nicht? 240 Euro sind immer noch besser als 1200, 1400 Euro für große professionelle Hörgeräte. Und ich muss ehrlich sagen, das ist für mich der absolute Kracher. Ich hoffe, euch hat das Video etwas weitergebracht. Ihr wisst jetzt, wie ihr den Hörtest macht und wie ihr die AirPods 2 anwendet. Für mich war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und ich sage tschüss, bye bye und winke, winke.